Eine Empfehlung als Abendlektüre, die zwei Päpste. Wer dieses Diogenes-Buch von Anthony McCarten liest, die zwei Päpste, der kommt unweigerlich zu einem klaren Schluss. Die alte Kirche ist am Ende und Päpste, Kardinäle und Bischöfe haben sie dorthin manövriert. Die Welt zur Keuschheit und Enthaltsamkeit verdonnern und selbst die schlimmsten Sünden von Priestern, Bischöfen, Kardinälen decken, das ist so scheinheilig und böse, dass man es nicht fassen kann. Wer systematisch Kindesmissbrauch vertuscht, verschweigt, mit Geldzahlungen mafiaartig Schweigen erpresst und Täter in einem Verschiebebahnhof von einem Kirchentatort zum nächsten schickt, der kann nicht glaubwürdig Segen, Trost und Hoffnung spenden. Das Buch hat Schwächen, ohne Zweifel. Ein Drehbuchautor hat zwei Päpste gegeneinander gestellt, den angeblich weltfremden, überforderten Papst Benedikt, der als Glaubenskongregationskardinal Ratzinger gefürchtet war, und den sehr viel freundlicher gezeichneten Papst Franziskus, der aber doch auch laviert und vielfach irritiert. Trotzdem, Anthony Cartons erzähltes Sachbuch »Die zwei Päpste« ist ein Augenöffner. Unbedingt lesenswert.